Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Book of Unwritten Tales 2. Letzte Folge haben wir den Spiegel befragt und der hat uns erzählt, dass das Lösungswort für die heutigen Wachen, nee, das heutige Lösungswort für die Wachen Melon ist. Wie sollte es auch anders heißen? Und dass wir irgendwann nochmal ihn aufsuchen werden, weil wir einem Freund in Not helfen müssen. Los, beweg dich mal, du doofe Kuh. So, ja. Wir wissen also schon mal das Lösungswort. Jetzt brauchen wir aber noch ein Gefährt. Nicht? Wir müssen irgendwie noch uns, irgendwie müssen wir noch weg. Ich rede mal mit Cheep Hey, Cheep. Cheep. Transportmittel, genau. Denk nach, Cheep Cheep. Wie kommen wir beide schnell nach Seefels, ohne dass mir Flügel wachsen müssen? Ja. Du hast die Lösung? Okay. Huch. Was haben wir denn da? Eine Fliegerzeitschrift? Du hast eine Fliegerzeitschrift abonniert? Was zur Hölle? Ja, schon gut, schon gut. Seite 15. Hippogreifengestüt Ikuleus in den blauen Bergen. Die besten Schlacht- und Jagdhippogreife Aventasiens. Ein Hippogreif? Der könnte mich leicht tragen. Keine schlechte Idee, Cheep. Aber die blauen Berge liegen ein ganzes Stück entfernt. Und schau mal hier, was das kostet. Ein Kessel voll Gold. Wo sollen wir den hernehmen? Ja, ich schätze, du hast recht. Wir müssen uns was einfallen lassen. Okay. Meinst du, ich könnte meinen Prinzessinnenbonus ausspielen und wir könnten uns beim Gestüt einen Hippogreif ausleihen? Das dürfte deutlich weniger als einen Kessel voll Gold kosten. Du hast recht. Sie würden es überall herum erzählen. Nicht ideal, wenn ich inkognito reisen will. Okay, aha. Dieses Sex, von dem du und das Buch gesprochen haben, was ist das und warum soll ich es nicht haben? Ich weiß, dass ich eine Elfenprinzessin bin. Genau deswegen sollte ich sowas ja auch bekommen. Vielleicht sogar zwei. Ach, ich finde schon raus, was ihr mir verheimlichen wollt. Okay. Ich habe noch ein paar Sonnenblumenkerne. Magst du? Kann ich mir vorstellen, dass dir die ganze Sache auf den Magen geschlagen ist? Wir stehen das zusammen durch, ja? Okay. Bin gleich wieder. Gut, wir brauchen jetzt also irgendwie einen Topf voll Gold. Oder wir müssen uns was überlegen. Guck mal, ich hab doch mein Schmuckkästchen. Aha. Diese Ohrringe hier. Die glitzern und blinken im Sonnenlicht. Das könnte nützlich sein. Zur Hölle, Bezahlung mit deinem Schmuck. Okay. Versuch. Nee. Okay. Ich bin jetzt so ein bisschen überfragt gerade. Was haben wir denn hier noch so? Nur ein Vogelbad. Tja. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert. Frag mal Arbor. Hey, Arbor. Du lässt es dir gut? Gut. Ja.
Wenn ich einen Kessel voll Gold bräuchte und wenn du einen hättest, würdest du ihn mir dann leihen? Wenn ich der Sultan der drei Wüsten wäre und du saftige Weintrauben hättest, würdest du mich dann füttern? Klar. Also schön, ernsthaft. Hast du einen Kessel voll Gold? Genauso wie du Weintrauben hast und ich der Sultan bin. Ich muss weiter. Arbeite nicht so viel. Okay. Nö. Das habe ich mir... Kamera. Das habe ich mir fast gedacht, dass er keinen Kessel voll Gold hat. Huch. Das sieht vielversprechend aus. Random Kombinierung. What the hell? Vielleicht kann ich damit ja ködern. Ich angle damit mal im Teich. Ich denke, ich habe genug geangelt für einen Tag. Es gibt anderes zu tun. Okay. Huch, kann ich denn... Die Regenwürmer geben gute Köder ab und sollten meine... Ich hänge immer einen an den Haken, bevor... Und jetzt? Also es... Ich denke, ich habe genug... Tut mir irgendwie leid, ich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Inventar... Angeln? Nee. Nee, geh mal zu. Fallern, weißt du noch was? Du, Papa? Ja. Erleuchten. Der gestreifte Kakadu und das hinkende Eichhörnchen, Tango tanzend und unflätig furzend, sind verwirrend für die geistig Schwachen. Das ist mir zu hoch. Ich bin geistig schwach. Okay, vielleicht nochmal mit in die Bibliothek. Hier ist auch nichts. Mein Schlafzimmer hoch. Wie hier vielleicht noch irgendwie was? Auch nicht. Wir haben nur noch hier das Fernglas-Dings. Die Regenwürmer. Ich hänge immer einen an. Ich kombiniere einfach mal so randommäßig alles durch. Aber ich weiß nicht so recht, was ich jetzt tun soll. Also ich könnte noch mal vielleicht mit der Mutter reden, aber die wird mir mit Sicherheit auch nicht viel weiterhelfen können. Vogelbad. Oh, ich angle im Vogelbad. Da sind keine Fische drin. Ist doch egal. Ich werde diese Blüte nur zur Selbstverteidigung einsetzen. Wenn es lustig sein könnte. Ein Buch über Holzverarbeitung. Es tut mir leid, ich laufe gerade so ein bisschen auf der Stelle hier, also... Ich rede jetzt nochmal mit der Königin. Mutter? Ja. Ja. Bis spät. Mach kein Gesicht. Auch nichts Neues. Was ist das hier eigentlich? Ach, das Menü. Tja. Ich weiß es nicht. Kann ich vielleicht... Aber da ist ja auch nichts mehr. Oder die Pflanzen kann ich auch nicht mehr anklicken. Hier ist sonst nichts mehr. Da ist nur noch der Brunnen. Da ist noch die Bank. Huch. Möchtest du einen Pfeifenputzer für deine Pfeife, Abo? Nein. Außerdem würde ich es begrüßen, wenn du nicht noch mehr Pflanzen aus meinem Garten köpfst. Entschuldigung.
Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Was soll ich tun? Cheep Cheep, hilf mir. Er will ja kein... Was tust du da? Ich... Kann ich mir... Wir stehen das... Hey... Das mit der Spieluhr tut mir leid, Cheep. Aber ich musste herausfinden, was mit mir nicht stimmt. Wieder Freunde? Gut. Manchmal wünschte ich, ich hätte das Artefakt des Schicksals einfach behalten. Naja, ein Objekt, das dir jeden Wunsch erfüllt? Das wäre im Moment schon nützlich. Ja, ich weiß. Zu viel Macht für einen Einzelnen. Deswegen haben Erzmagier Alistair und ich ja auch Vorkehrungen getroffen. Bin gleich... Hey, Cheep. Meinst du, ich könnte... Hey, das hatten wir ja schon. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Spieluhr kann ich noch... Ey, beweg dich mal. Spieluhr. Ich weiß nicht, wie Cheep Cheep sich daraus befreien konnte, aber er erzählt gerne, dass er verschiedene mystische Kampftechniken... Nö, sonst gibt's hier echt nix. Ich habe Köder und ich habe einen Blinker an der Angel. Besser geht's nicht. Das ist eine Trauerweide. Die Weide reckt vor... Ein Teil des Wasserfalls liegt... Seit Nate wortlos abgereist. Ich habe bisher jeden Kandidaten. Ich weiß nicht. Ich denke, nicht. Ich habe genug geangelt. Sollst du auch ich nicht denke... angeln, du sollst. Schade, dass der Baum den Wasserfall mehr und mehr ver. Früher glitzerte das Sonnenlicht auf ihm und häufig bildeten sich die schönsten. Oh, einen Moment mal. Da sind... Einen Moment mal. Ich muss vielleicht... Aber wie? Wenn ich die Weide traurig mache, aber wie mache ich die traurig? Ich lese der Weide etwas über Holzverarbeitung vor. Ob Bäume einen Schreiner wirklich für den Butzemann halten? Es ist nicht nett, aber das muss ich ausprobieren. Man kann einen Baum mit Hilfe einer Axt und Keilen problemlos fällen. Meiner Erfahrung nach geht jedoch nichts über eine scharfe Säge, die von zwei Mann geführt wird. Ritschratsch beißen sich die Zähne der Säge ins Holz und schon nach Minuten stürzt selbst der größte Baum zu Boden. Anschließend werden kleinere Äste und die Rinde am Stamm mit Beilen entfernt. Zersägt in mehrere Stücke, ist der Baum für den Abtransport bereit. Wow, ich fühle mich schmutzig. Wird schon wieder. Yeah! Mann, sind wir gut. Okay. So. Na komm, Regenbogen. Das Ende des Regenbogens. Hey, ein Regenbogen hat sich gebildet. Ja? Seit die Weide aus unerklärlichen Gründen die Äste hängen lässt, scheint die Sonne wieder direkt auf den Wasserfall und der wirft einen hübschen Regenbogen in den Garten. Ja, so
Barten und da graben wir jetzt am Ende des Regenbogens. Und dann kriegen wir hoffentlich einen Topf voll Gold. Na, komm schon. Wow. Geil. Ein Kessel voll Gold. Und kein grimmiger Kobold, der ihn bewacht. Glück muss man haben. Yeah. Woo! Okay. Das heißt, wir gehen jetzt zu Cheap. Cheap, 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 und holen uns einen Hippogreif. Hey, Cheap. Hippogreif? War doch ein Hippogreif, oder? Ich habe einen Kessel voll Gold. Ich habe hier einen Kessel voll Gold. Am besten wäre es, wenn du ihn zum Gestüt bringen könntest. Ich weiß auch, dass er zu schwer ist. Trotzdem, du könntest den direkten Weg nehmen, wirst an den Landesgrenzen nicht aufgehalten und wärst in wenigen Stunden wieder hier. In Seefels half mir ein Stärkungselixier gegen eine Orkkriegerin im Armdrücken zu gewinnen. Etwas in der Art bräuchten wir für dich. Bin okay. Gleich... Stärkungselixier. Vielleicht weiß das Medizinbuch mehr. Hi. Na? Du wurdest vorhin unterbrochen, als du mir gerade etwas über Sex erzählen wolltest. In der Tat. Man ist wohl der Meinung, eine Prinzessin brauche über solche Dinge nichts zu wissen. Nun erzähl schon. Ich könnte dir viel darüber erklären, aber es wäre unklug, es sich mit deinen Eltern zu verscherzen. Sie könnten mich verbrennen, an eine öffentliche Bibliothek verschenken oder mich sonst wie fürchterlich bestrafen. Ja, okay. Danke. Dafür. Ein Stärkungselixier. Okay, hier können wir auch nichts mehr machen. Ah, vielleicht weiß die Mutter was. Hier haben wir sonst eigentlich nichts mehr. Ja, ich gehe mal zur Mutter. Vielleicht hat die eine Ahnung von Stärkungselixieren. Mama! Mama! Ich brauche ein Stärkungselixier! Bitte? Ja, Ibudora? Ich, Papa. Nein. Mach kein... Hallo. Oh, meine Nase juckt. Ah. Ui. So, jetzt hier, Papa. Ja. Ja. Mal angenommen, Cheep Cheep soll etwas Schweres durch die Luft transportieren. Wie könnte ich dafür sorgen, dass er es schafft? Du könntest mich darum bitten, ihm die entsprechenden Kräfte zu verleihen, was du hiermit getan hast. Oh, das war einfach. Würdest du? Ich kann ihm zusätzliche Kraft schenken. Aber der Effekt wird nicht lange genug anhalten, um euch, sagen wir mal, nach Seefels zu bringen. Das muss er auch gar nicht. Es geht nur um eine kurze Strecke. Bring mir einige Sonnenblumenkerne. Hab ich schon. Ja. Ich habe hier ein paar Sonnenblumenkerne. Gut. Halt still. Das war's? Gib Cheep Cheep diese Körner zu essen, kurz bevor er zu seiner Reise aufbricht. Danke. Wow. Ich habe einiges über... Auf Wieder. Bis... Cool. Ach, der Vater ist einfach der Hammer. So, Cheep Cheep. Jetzt geht's ab, Freundchen. Hey, Cheep. Vater hat diese Sonnenblumenkerne verändert.
Und? Spürst du etwas? Wow. Alter. Nun, übertreib mal nicht. Schon gut, hier. Ob das gut geht? Cheap neigt ohnehin zur Selbstüberschätzung. Was ist dann erst mit Super Cheap? Okay, und jetzt? Gehen wir einfach mal hier raus, oder was? Wow! Jetzt übertreibt es aber. Okay. Huch! Ich stehe in der Kiste. Da drin ist er also? Unser Hippogreif? Warum hat das Gestüt ihn verpackt? Hätten sie ihn nicht einfach neben dir herfliegen lassen können? Du meinst, er war schon in der Kiste? Du hast ihn gar nicht gesehen? Dein Vertrauen möchte ich haben. Ja. Naja, wenigstens ist er munter. Cheap hat den Hippogreif blind gekauft. Sein Vertrauen in das Gestüt Ikuleus ist größer als sein Misstrauen in die Verschlagenheit der Menschen. Mhm. Ganz ruhig, ich bin ja schon dabei. Zur Hölle. Hast du noch die Quittung, Cheap? Oh mein Gott. Cheap? Sah der Hippogreif in deinem Magazin nicht anders aus? Größer? Mehr Greif? Weniger Hippo? Ob das die Seuche ist? Mutter sagte, sie verwandle Dinge. Ach ja, da war ja was. Okay, macht nichts. Du bist stark, oder? Du konntest immerhin die Kiste zertrümmern. Kannst du mich bis nach Seefels tragen? Also schön. Der Erzmagier ermordet? Von Wilbur Wetterquarz? Was? Da ist irgendeine Schweinerei im Gange, Cheap. Niemals. Ich glaube weder das eine noch das andere. Irgendjemand ist für diese Seuche verantwortlich und irgendjemand will unseren Freunden schaden. Auf nach Seefels. Errungenschaft freigeschaltet, gesprengte Ketten. Wenige Tage zuvor in Seefels. Mein Name ist Wetterquarz. Professor Wetterquarz. Sie wollen uns unterrichten? Ja. Warum denn nicht? Sie sind ein Gnom. Gnome können nicht zaubern. Ich schon. Bei meiner Magierausbildung habe ich... Ja? Meine Mutter sagt auch, dass Sie kein Lehrer sein sollten. Aber ich finde Sie ganz toll, Herr Professor. Danke. Sagen Sie, Professor, was genau ist die magische Konstante? Wie lange muss ein Veritaserum reifen? Was können Sie uns zu altmagischen Runen sagen? Du scheinst erstaunlich viel über Magie zu wissen. Mehr als Sie auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir die Plätze tauschen. So sind wir zu meiner Zeit nicht mit Lehrern umgesprungen. Zu meiner schon. Wir hätten gerne Antworten auf unsere Fragen. Also? Ja. Ich werde dir all deine Fragen beantworten, aber nicht jetzt. Geschichte der Zauberei steht auf dem Stundenplan. Dann eine Geschichtsfrage. Wie jeder weiß, sind Gnome völlig inkompetent, wenn es um Magie geht. Um genau zu sein, gab es nur einen einzigen Gnom in den letzten 800 Jahren, der als großer Magier in Erscheinung getreten ist.
Er besiegte Grema, den letzten der großen Drachen. Wie hieß er doch gleich, dieser letzte große Gnomenmagier? Ich komme gleich wieder. Ich brauche nur einen Schluck Wasser. Frosch im Hals. Ha! Oh Mann. Oh Mann. Sag ich doch. Meister Markus hat mich gewarnt, dass mich die Schüler in den ersten Stunden testen würden. Aber das hier ist ein Albtraum. Ich weiß diese Dinge nicht. Ich weiß gar nichts. Ganz ruhig. Lass dir etwas einfallen, Wilbur. Okay, wir sind schon 5 Minuten über die Zeit, sogar schon fast 6 Minuten. Ich mache hier jetzt erstmal eine Aufnahmepause, weil ich auch irgendwie gleich los muss. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!